Apropos, was machen Sachen? Willkommen zurück auf meinem Kanal. Endlich wieder. Es gab ja jetzt eine kurze Pause, weil es mir nicht so gut ging. Ich bin fies krank geworden. Mir geht es jetzt wieder besser. Man wird es vielleicht ein bisschen meiner Stimme hören. So 100% ist meine Stimme noch nicht da. Ab und zu kriege ich mal einen kleinen Stimmbruch, dann ist meine Stimme halt weg. Entweder sehr hoch oder sehr tief. Die ist noch nicht sehr stabil, aber irgendwann muss man ja wieder zurückkommen und Videos machen. Und ich wollte jetzt einfach nicht länger warten, weil ich einfach wieder Bock habe, irgendwas zu tun. Und dementsprechend gibt es jetzt dieses Video. Wer hätte es gedacht? Okay. Wir bauen heute ein Monster. Ich habe das Monster in seiner Gänze komplett live gemacht auf Twitch. Wer da Bock hat, vielleicht war auch einer von euch da. Wir waren einige oder verhältnismäßig viele für meinen kleinen Kanal. Hat mich sehr gefreut. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache das euch alles ein bisschen in einem Timelapse-Video zusammen, dass ihr so den Modellprozess hatte. Und ja, das habe ich jetzt halt in diesem Video gemacht. So, was ist das Viech eigentlich da, das wir gerade so im Hintergrund basteln? Dazu. Das ist ein Monster für das aktuelle Projekt, mit dem ich halt mit Fennekill Luna zusammen dran arbeite, die Backroom Games. Ich werde auch eventuell ein bisschen mehr dazu erzählen noch, was jetzt aktuell so der Fall ist. So, aber wie dem auch sei, dieses ist eines der Monster, die da drin rumlaufen. Ich habe halt eine Modell schon bekommen von Fennekill Luna, die hat sich das Modell rausgesucht von. Ja, weiß ich gar nicht. Ich habe die Liste noch nicht bekommen, wo die Assets her sind. Die müssen wir noch einfügen in die Credits, wenn soweit ist. Wie dem auch sei. Sie hat das Modell gefunden. Das darf man nutzen. Und ich habe es halt erstmal genutzt. Optisch hat es halt nicht in die komplette Szene gepasst. Ja, wie ihr seht, ich habe ja auch eine Textur kurz draufgezogen und so weiter im Blender. Das passt halt optisch so gar nicht zu dem, was wir gerade machen. Der ein oder andere war vielleicht, wie gesagt, mit auf Twitch unterwegs, wie man im Projekt arbeitet. Ich arbeite doch. Oder ich habe relativ viel zu dem Spiel auf Twitch gemacht. Ich habe nicht ganz so viele Sachen offline gemacht. Ich habe halt wirklich nur die AI offline gemacht, weil ich da noch keine Ahnung von großartig hatte. Und ich musste mich halt sehr reinlesen und sehr viele Tutorials gucken, bis das funktioniert. Das funktioniert mittlerweile auch relativ gut. Ich habe noch ein paar andere Probleme. Dazu vielleicht später mehr oder in einem separates Video. Wie gesagt, aber wir haben nun ein Monster, das optisch halt nicht in unsere Szene passt. Das ist halt ja, zu wenig Details, die Texturen, das ganze Modell an sich passt halt vom Detailgrad nicht auf das, was wir bis jetzt schon haben, am Level-Design. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, wir hübschen das ein bisschen auf. Anfangs habe ich gedacht, okay, vielleicht machen wir nur eine andere Textur. Textur macht schon mal sehr viel aus, weil ich habe nur eine Base-Color da drin. Wenn wir da eine Roughness mit einfügen oder so weiter oder halt einfach noch ein bisschen mehr Details in die Textur mit reinbringen, dass das halt schon besser wird. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist eher jetzt Plan B. Wir probieren mal was anderes. Was ich halt so selber noch nicht so viel gemacht habe, ist, wir modellieren das komplette Ding neu, weil ich will ja auch modellieren üben, auch organische Sachen üben. Denn für die ganzen Charaktere, die ich mache, habe ich mir immer eine Basis aus Reboid geholt, weil ich es noch nicht in der Lage zu bin, von der Topologie her so einen Charakter zu erstellen, dass der sich ja halt auch gut bewegt. Und da habe ich mir gedacht, okay, irgendwann musst du jetzt mal anfangen, mal ins kalte Wasser springen oder in das Wasser, egal. Musst ins kalte Wasser springen und mal was machen. Da habe ich gesagt, okay, so ein Monster, wenn das nicht 100% genau funktioniert, wenn da ein bisschen was schräg und schief ist und so weiter, fällt das nicht so auf, weil das ist ein Monster, das soll im Endeffekt einfach so sein, das ist dann Kunst, das gehört so. Da kann man halt sehr viel mehr ja, Sachen sagen, wie, ja, das ist genau so geplant gewesen, das ist kein kaputtes Rig oder kein kaputtes Mesh, sondern das war genau so geplant. Ich sage, okay, das ist jetzt eine super Gelegenheit, also machen wir das. Und ihr seht ja das auch gerade im Hintergrund, ich hatte ja das Mesh, was die Fennekill Luna rausgesucht hat, einfach genommen, habe das in die Welt platziert und bastel das Neue drumherum, dass wir halt auch einfach das Monster an sich so haben, nur halt ein bisschen schöner. Na, schöner nicht unbedingt, dass ein Monster so wirklich schön ist, das Viech nicht. Bisschen neuer, ein bisschen mehr Details. Ich habe mit dem Kopf auch angefangen, weil ich dachte mir so, das wäre das Schwierigste, weil die Form halt so abstrus ist. Das ist so eine seltsame Form und es hat relativ gut funktioniert, würde ich jetzt mal meinen. Wie gesagt, ihr könnt das ja alle schön sehen, dass ich einfach wirklich wie eine Schablone mit Polygonen das Modell halt größtenteils nachgemacht habe. Hier und da habe ich Änderungen vorgenommen, dass man halt einfach ein bisschen spannender das Modell designt, dass das halt nicht so, ja, nicht so bland ist. So, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie ich es nennen soll. Das ist einfach ein bisschen spannender wirkt, dass man halt auch von allen Seiten ein bisschen was hat, weil gerade der Kopf ist hinten doch sehr rund. Da habe ich mir gedacht, okay, ich mache da hinten so einen Zipfel dran, das wirkt ein bisschen spannender, das wirkt mehr wie Schädel, wie so ein Skelettschädelkopf, dass da halt diese Einbuchtung ist und nicht halt gerade einfach runter.
Das war jetzt so mein Gedankengang dahinter. Und von der Form an sich habe ich mich halt sehr stark von dem Modell leiten lassen. Auch dadurch, dass ich geplant habe, ich habe jetzt keine Lust, ein komplettes Schwick zu machen, weil wir ja dafür schon Animationen hatten. Dass ich sage, okay, das muss jetzt unbedingt auf das vorhandene Rig passen. Dementsprechend muss das Mesh halt doch sehr identisch zu dem sein, was schon da ist. Sonst passt das nicht. Das wäre ja doof. Dann müsste ich ja alles nochmal neu machen. Das hatte ich jetzt auch keine Lust. Dementsprechend musste ich halt mich proportionsmäßig wirklich an dem Modell orientieren, was wir schon hatten. Und das hat entsprechend auch relativ gut funktioniert. Auch das Rate Paint Übernahme. Das habe ich jetzt nicht drin, aber für Leute, die das interessiert, die sich ein bisschen mehr mit dem Rig-Prozess auskennen, habe ich das Rate Paint transferred, also von dem ersten Modell aufs zweite, weil das erste hat ja funktioniert. Habe ich versucht, das einfach durch das Rate Paint Transfer auf unser neues, jetzt neues Mesh zu machen und es hat relativ gut funktioniert. Ich musste ein paar Sachen anpassen, weil gerade so die Fingerchen hat er irgendwie alles zusammen gemacht. Das war dann irgendwie alles verbunden, weil anscheinend hatte ich die Finger nicht ganz so gut hinbekommen. Aber auch das habe ich mit dem Red Paint fixen lassen. Das habe ich jetzt alles im Video nicht drin. Ich dachte, für die meisten ist das jetzt halt nicht so spannend. Aber dann wollte ich es halt doch erklären für die Leute, die halt da ein bisschen mehr bewandert sind und für die sich das halt interessiert. Es gibt es leider nicht zu sehen. Red Paint und Rigging hatte ich größtenteils jetzt rausgeschnitten. Und ja, wir machen einfach mal weiter mit dem Modell. Ja, aktuell sind wir beim Modellieren jetzt am Kopf. Der ist fast fertig. Der war mir halt trotz lustiger Voldemort-Nase doch noch zu glatt, habe ich mir gedacht. Ich packe ihn so ein paar Auswülstungen um die Augen rum, weil die Augen ist ja das, was halt sehr präsentiert an diesem Monster ist. Zumal die sollen in der Unreal Engine ja dann auch leuchten. Also man fokussiert sich doch sehr stark auf die Augen. Habe ich mir gedacht, die können nicht so rund sein, da muss irgendwas hin. Dementsprechend habe ich ihm halt diese Auswüchse gegeben. Auch so eine dicke Augenbraue, nenne ich es jetzt mal, hat er bekommen, dass das alles ein bisschen ja, aufgebrochener wird, ein bisschen spannender wirkt. Ja, wir sind auch davon abgekommen. Ursprünglich war ja geplant, wer vielleicht den Devlog 2 gesehen, habe ich kurz angesprochen, dass wir halt normalen Eingriff haben. Wir haben uns dann doch dagegen entschieden, auch nachdem wir mit ein paar anderen Leuten gesprochen haben, sind wir jetzt drüber gegangen, wir wollen einen Angriff oder diesen Jumpscare-Angriff machen, wie man ihn halt aus Spielen wie Five Nights at Freddy's oder Poppy's Playtime kennt, dass man halt wirklich einen Jumpscare kriegt, irgendwas schreit einen an und dann ist man tot. Da sind wir gerade dran oder vielmehr, da bin ich gerade dran am Programmieren. Es funktioniert noch nicht so hundertprozentig, ich krieg's noch nicht so ganz hin, dass es funktioniert. Ich muss da noch ein bisschen mich, ja, ein bisschen reinfuchsen in die Mechanik, wie das funktioniert. Falls einer dafür ein cooles Tutorial hat, packt das ruhig in die Beschreibung. Seid mir da echt eine große Hilfe, wenn ihr sowas findet. Wenn nicht, muss ich halt selber gucken, dass ich das irgendwie hinkriege. Ich habe jetzt noch nichts Passendes gefunden. Ich hatte eine kleine Tutorial für eine Kamerafahrt gefunden, dass man halt wirklich eine Kamera auf ihn dann fokussiert während des Angriffs. Aber es, wie gesagt, es funktioniert noch nicht alles so, wie es soll. Das frustriert mich auch gerade so ein bisschen. Aber irgendwie kriege ich das schon hin. Ich muss halt nur den richtigen Weg rausfinden. Muss einfach nur, ja, den richtigen Weg finden, wie man das macht. Und da ich ja auch nicht so wirklich viel Ahnung vom Programmieren habe, muss ich mich dann halt einfach Trial and Error-mäßig da irgendwie rantasten, dass das genau das tut, was ich möchte. Ja, momentan funktioniert das alles halt nicht so wirklich. Ich kriege zwar alles an für sich getriggert, ich kriege auch angezeigt, dass es getriggert wird durch Print Strings und so weiter, kann ich das ja alles kontrollieren. Attacke funktioniert, Sterben funktioniert, Respawn funktioniert, aber alles drei hintereinander funktioniert nicht zusammen. Das ist ein bisschen abstrus, ich muss da gucken, wie ich das mache. Ich habe quasi jetzt drei, vier Einzelteile, die einzeln an sich funktionieren, nur die Verbindung zwischeneinander funktioniert nicht. Da fehlen mir irgendwie die richtigen Verbindungsstücke. So fühle ich mich gerade. Ich habe drei funktionierende Sachen, die verbinde ich miteinander, aber mir fehlen Teile. Da muss ich halt einfach gucken, wie ich das funktioniert. Das ist halt ein Problem für die Tutorials, weil man hat ja kein Tutorial für das genau, was man sucht, sondern immer so Einzelteile, die man sich zusammenstecken muss. Und die Zwischenteile, die muss ich jetzt halt erstmal finden. Aber wie gesagt, ich probiere mein Bestes und gucke, dass ich das irgendwie hinkriege. Vielleicht finde ich auch irgendwann ein Tutorial, das halt mir wirklich weiterhilft. Oder hab Glück und verbinde einfach Sachen gut miteinander, dass es dann doch am Ende funktioniert. Irgendwie geht das schon. Hat bis jetzt auch immer relativ gut geklappt. Wie gesagt, ich habe auch eine AI hingekommen, die funktioniert. Also werde ich das jetzt auch noch hinkriegen. Es wird wahrscheinlich auch mal ein bisschen länger dauern, bis das funktioniert, wie ich das möchte. So, aber ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen abgeschweift. Kommen wir zurück zum Modell. Ja, beim Modell an sich sind wir schon weit gekommen. Der Kopf ist mittlerweile komplett fertig. Wir sind gerade am Torso und an den Ärmchen. Was ich halt bei dem Monster wirklich sehr stark drücken wollte, weil das Vorgängermodell, was ich bekommen habe, war ja schon sehr dünn. Ich wollte diese
Ja, diese Optik sehr stark noch ausarbeiten und gucken und wirklich zeigen, dass dieses Viech halt nur noch Haut und Knochen ist. Dementsprechend habe ich den Ribcage sehr permanent ausgearbeitet. Also man sieht die einzelnen Rippen, man sieht die Wirbelsäule am Rücken durchscheinen. Also man kann wirklich die Formen erkennen. Und auch Ärmel und so weiter sind halt sehr, sehr dünn und kaum von Muskulatur geprägt. Ich habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen von verschiedenen Bildern von Wendigos. Für die Leute, die Wendigos nicht kennen, was das generell ist, es ist ein mystisches Wesen, das im Norden der USA und Kanada ja, verbreitet ist oder hat ihren Ursprung daher aus indigenen Völkern. Die hatten dort halt diese Geschichte, dass es dort halt verfluchte Orte gibt, meistens bergige, abgelegene Stellen, die halt verflucht sind von rachsüchtigen Geistern. Und diese Geister treiben Menschen dazu, Kannibalismus zu betreiben. Und je nach Ort gibt es das Gerücht, dass halt diese Geister eine körperliche Form haben und es gibt wieder andere Stellen, wo diese verfluchten Menschen diese körperliche Form bekommen. Also es weicht etwas ab, aber nichtsdestotrotz, ein Wendigo, wenn der, sei er jetzt als Monster separat oder sei es jetzt ein verfluchter Mensch, hat meistens eine Form von einer Mischung aus Hirsch und menschlichen Attributen nenne ich jetzt mal, es ist nicht direkt menschlich, es ist sehr verzerrt. Man hat halt die meisten Bilder, hat man wirklich in Verbindung mit Hirschen. Ich weiß nicht, warum der Hirsch herkommt. Ist für mich jetzt eigentlich kein Tier, das man mit Fressen von anderen Viechern miteinander verbindet, aber sei da jetzt mal hin. Der Hirsch ist halt ein großer Part. Meistens wird es dargestellt durch wirklich einen großen menschlichen, also Menschen in Anführungszeichen, das ist wirklich sehr, meistens Arme, Beine deutlich länger als die eines Menschen. Wie, dementsprechend halt ist dieses Viech halt auch sehr, 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 sehr dünn. Es wird halt wirklich sehr mager dargestellt und man hat halt meistens diesen Hirschschädel als Kopf, mal mit Geweih, mal ohne Geweih. Das ist halt jetzt so der Wendigo, wie man ihn so aus dem Mythischen kennt. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Abweichungen von diesen Erzählungen, wie man das halt bei vielen, vielen, vielen Monstern kennt. Je nach Erzählung wird das Viech halt ein bisschen anders erzählt. Wie man das halt bei Geschichten kennt. So, ja, stille Post und so, es ändert sich immer ein bisschen was. Das ist so die allgemeine, grob basismäßige Erzählung von dem Wendigo. Und dieses Viech frisst halt, sei es jetzt halt ein Monster an sich oder sei es jetzt der verfluchte Mensch, dieser Wendigo ist halt Kannibale. Wie gesagt, entweder treibt der Menschen dazu, gegenseitig sich zu essen, oder er ist ein verwandelter Mensch, der halt nichts anderes kann, als Menschen zu essen, der halt aktiv halt auf Menschenjagd geht, um halt diese zu essen. Ich sage, es gibt halt in der Erzählung wie diesen Unterschied, dass es halt ein separates Monster ist oder halt ein verfluchter Mensch, der sich dann verwandelt. Der eine oder andere hat das vielleicht mal gehört bei Until Dawn. Das ist so ein Spiel, das die letzten Jahre rausgekommen ist, wo Wendigo ein großer Teil war. Ja, ein bisschen, gerade ein bisschen abgewichen, aber ich finde halt so Monster eigentlich generell cool. Ich bin auch überlegen, dass ich generell einfach mal anstatt Anime-Mädchen oder Anime-Boys mal verschiedene Monster modelliere. Ich habe gerade auch durch dieses Modell sehr viel Spaß daran gefunden, einfach mal was anderes zu modellieren. Ich habe jetzt eine Freundin angefragt, die halt sehr, sehr coole Furry-Arts macht, das ist die Tokukami. Wenn da einer mal Bock hat, ich packe auch ihren Twitch-Link mal in die Beschreibung. Schaut da unbedingt mal vorbei, wenn ihr auf niedliche Bilder steht. Dass sie mir einen Turntable macht für einen Furry, den ich modellieren kann, aber da habe ich sie noch nicht ganz erreicht und es ist jetzt mehr so Foreshadowing. Wenn nicht, hole ich mir woanders einen Turntable her und versuche mal einen Furry zu machen. Oder wahlweise gucke ich mal, ob ich mir ein Monster mache. Ich habe halt absolut gerade keinerlei Bock mehr, was selber zu zeichnen, so ein Turntable. Vielleicht finde ich ja einen anderen Künstler, der einen Turntable von einem Furry oder von einem Monster spendiert, den ich modellieren kann. Und also keinen Bock auf Zeichnen. Liegt auch vielleicht etwas daran, dass ich gerade mein Grafiktablett nicht so nutzen kann. Mir fehlt ein Kabel. Ich habe es bestellt, es kommt immer noch nicht an, weil mein aktuelles Kabel. Also, ich habe ja einen neuen Computer und die Kabel, die ich vorher hatte, sind HDMI und dieses andere für die Bildschirme, dieses ganz alte Steckersystem für die Bildschirme, wo ich keine Ahnung habe, wie dieses Ding sich nennt, weil ich muss googeln. Die passen bei mir nicht rein, weil ich dieses ganz neue 4K-Dingens-Gedöns-Stecker. Display-Stecker-Teil da brauche, weil ich auch nicht weiß, wie es heißt. Die passen halt da jetzt nicht mehr rein. Jetzt habe ich halt kein Tablet mehr. Ich habe noch so ein ganz kleines Tablet, das ist vielleicht 10 cm groß und ich habe so keinen Bock mit dem zu zeichnen. Gucke ich mal, ob mir jemand ein Turntable zeichnen kann, den wir dann halt nutzen können.
Ein bisschen Foreshadowing, ein bisschen Werbung machen. Vielleicht, ja, es wird wahrscheinlich demnächst ein paar mehr Timelapse geben oder Streams geben, indem ich verschiedene Monster mache. Ich brauche halt erstmal einen vernünftigen Turntable, damit ich mir das besser vorstellen kann. Bei Menschen ist es nicht so schlimm, weil da habe ich ja die Basis schon aus ReWorld. Für Monster und Furries und solche Geschichten habe ich keine Basis. Die muss ich selber machen. Dementsprechend hätte ich gerne Turntable. Sonst ist das sehr, sehr frustig. Und ja, und ich bin wieder komplett vom Thema abgewichen. Wollen wir wieder zurück zum Monster kommen. Hey, immerhin gut für die Leute, die sich das angucken. Die wissen eventuell vielleicht, was demnächst auf meinem Kanal geben wird. Oder auf Twitch. Wahrscheinlich erstmal auf Twitch und dann auf dem Kanal. So, ja, komplett lost jetzt eben. Gehen wir zurück zum Modell. Ich glaube, das ist eigentlich das, warum die Leute hier sind. Oder das Video angeklickt haben und nicht den random Stuff, den ich so mittlerweile gebe. Aber egal, ich muss ja irgendwie auf die. Wie auch immer, wie lang das Video ist, ich habe keine Ahnung. 15 Minuten kommen? Sie sind viel zu lang. Ja, durch das Abschweifen sind wir doch gut vorangekommen. Das Monster ist fast fertig. Torso ist fertig. Beine sind fertig. Arme sind fertig. Jetzt fehlen nur noch Füße. Ich hatte erst überlegt, ob man es auch wie in der Vorlage wirklich so macht, dass man einfach so 2 Stunden dran macht. Aber habe das schnell wieder verworfen, weil es halt einfach nicht gut aussah. Und habe mir gedacht, okay, vielleicht gebe ich ihm einfach Hufe. Ich habe dann erstmal gefailt, Hufe zu machen und habe mich dann entschieden, okay, diese 2 Absätze, da mache ich einfach 2 Klauen draus, 2 so Klauenfüßchen, wie ihr es halt gerade seht. Und das hat mir dann gefallen und dann habe ich so gelassen. Und schon ist das Modell fertig. Und wie am Anfang gesagt, ich habe das Rig und das Rage Paint von dem alten Modell übernommen. Das hat relativ gut funktioniert. Ich musste nur ein paar Kleinigkeiten anpassen im Rage Paint, damit die Rippen halt nicht so gedrückt und gestretched werden wie das andere Mesh. Das andere Mesh war ja mehr fleischlich, da war das egal, dass sich das verzerrt oder nicht, das hat mich gestört, aber durch die Rippen sind ja an für sich immer hart und bewegen sich ja halt nicht so stark mit, musste man da ein bisschen anpassen, das habe ich dann halt gemacht, das lasse ich eigentlich nicht drinne. Genauso wie das UV-Unwrapping, das ist halt einfach auch nicht spannend und das Video ist eh schon lang genug, aber das Painting lasse ich euch drinne, in einem ja, Schnellverfahren, weil wir haben das Ganze ja nach dem Unwrappen auch ja, angemalt, weil der ist ja nicht so grau da drinne, der hat ja ein bisschen mehr Farbe. Und ja, das haben wir mit Substance Painting gemacht und das lasse ich euch natürlich auch drinne. Wir haben einfach einen Zombie-Skin genommen, so nennt sich das schon vorgefertigte Texture Pack, nenne ich es jetzt mal. Material Pack passt eher, weil es sind ja Materials und keine Textures. Das war halt schon grob vorgefertigt. Das nennt sich Zombie-Haut. Die habe ich als Grundbasis genommen, habe die Farbe ein bisschen angepasst und dann halt mit verschiedenen Noisen und Crunches habe ich da ein bisschen mehr ja, Farbe, Struktur reingebracht, ein bisschen mit Roughness ein bisschen was gemacht, dass das nicht so gleich ist. Ja, und ich sehe das ja alles ein bisschen. Ja, und wie ihr auch später gleich sehen werdet, ich habe 2 Varianten von dem Monster gemacht oder 2 Variante-Texturen. Einmal die normale, die saubere Variante und später seht ihr noch kurz, dass ich auch eine blutige Variante gemacht habe, dass man einfach ein bisschen Unterschied hat. Ich weiß noch nicht genau, welche Variante im finnischen Spiel sein wird oder ob wir beide einfach nehmen würden, dass man ein bisschen Unterschied hat. Es werden generell mehrere Entitäten oder mehrere Instanzen von dem Monster durch die Gegend laufen, weil unser Level doch schon relativ groß ist. Und es ist ein bisschen doof, wenn da nur ein Viech durch die Gegend läuft und man sieht das halt nie. Man läuft durch die Map und man wird halt einfach nie in Monsterkontakt kommen. Ist ja dann auch ein bisschen doof. Man soll da doch schon irgendwas treffen können, wenn's soweit ist. So. Was auch noch cool ist, das habe ich jetzt nicht in diesem Video drin, da wird es vielleicht nochmal ein separates Video geben. Ich habe dieses Modell als einfach als Gag, weil ich es lustig fand, auch als VTuber-Modell gemacht. Also es kriegt von mir später noch Blend-Shapes, dass es sich bewegen kann. Ab und zu werde ich das halt auch bei mir im Stream mal nutzen. Es ist sehr, sehr lustig, das Viech. Ich sage, es gibt eine VTuber-Version davon. Das gibt es auch auf meinem Boofs-Kanal. Wenn einer irgendwie Interesse daran hat, das Monster zu benutzen, kann man sich über meinen Boofs-Kanal kaufen. Dann hat man das zum, ja, VTubing. Weil halt, warum nicht? Generell, ich fand es halt sehr, sehr lustig, dass das Viech halt auch einfach so funktioniert. Aber warum sollte es denn nicht funktionieren? Es ist einfach ein humanoides Rig. Und ja, ich habe ihm einfach nur Augen gegeben, dass also ein Bones für die Augen gegeben und dann war es das auch schon und ein paar Blend-Shapes, dass es sprechen kann und ein paar Emotionen hat. Trotz fehlender Augen wieder kann es halt einfach minimale Emotionen ausdrücken, indem es halt den Mund sich ein bisschen verändert. Ist sehr, sehr lustig. Ich werde es vielleicht einfach mal kurz noch am Ende vom Video anhängen, wie es sich einfach als ja, VTuber-Modell bewegt. Es ist sehr, sehr lustig. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem VTuber-Modell und habe auch mit der Leap Motion ein bisschen rumgespielt. Das funktioniert relativ gut. Es war sehr, sehr funny. Ich feiere das kleine Monster als VTuber-Modell. Wie gesagt, ich hatte es auch kurz mal in einem Stream an zum Testen und es war sehr absurd. Ja.
Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören, fürs Hiersein. Und ja, wir sind ja jetzt schon letzte Zeit echt gut gewachsen. Wir haben jetzt schon fast die 600 Abonnenten geknackt. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Und ich habe mir gedacht, dass wir ähnlich wie jetzt bei den 500 Abonnenten ein kleines Special machen, wo wir was verlosen. Ich weiß noch nicht genau, was wir verlosen, aber ich habe mir gedacht, dadurch, dass ich jetzt einen 3D-Drucker habe, dass wir so eine Kleinigkeit erstellen, die wir dann drucken. Und dass wir das dann halt bei 600 Abonnenten halt dann verlosen an die Abonnenten. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, was wir drucken, aber da finde ich bestimmt schon was Lustiges, was man drucken könnte. Und dann würde ich sagen, ja, wie gesagt, danke fürs Zuschauen, fürs Hiersein und dann, wir sehen uns im nächsten Video.